Herr Präsident, Herr Bundesminister, also das mit der Blackbox, das hat mir sehr gut gefallen. Das wollte ich landet nämlich ausschließlich von den Marketingbeiträgen in der Blackbox auf dieser Seite da. Ja. Aber Herr Kollege Unterreiner, warum ich mich noch einmal gemeldet habe, Sie haben gesagt, die Initiative vom Kollegen Breiner, also das ist ja der Witz des Tages gewesen. Am 29. Jänner haben wir einen Antrag zur Berichtspflichtnahme eingebracht und im Mai hat die SPÖ erst darüber diskutiert, ob man sowas vielleicht überhaupt machen soll. Da geht es nur um 30 Millionen Euro. Das wollen wir nicht so transparent haben. Man hat uns jetzt den Vorwurf gemacht, wir stimmen dem nicht zu. Man muss dem Antrag ja eine Chance geben. Ja, diese Chance geben wir. Allein uns fehlt der Glaube in diesem Bereich. 5 Redner sind hier herausgegangen von den Regierungsparteien und haben jetzt schon von Nachjustierungen beim Antrag geredet. Wenn die Bericht nicht so ausfallen, wie wir uns das vorstellen, dann können wir nachjustieren. Warum legen wir nicht jetzt fest, was wir wissen wollen? Das liegt ja auf der Hand, was wir wissen wollen. Mittelherkunft, den Mitteleinsatz in alle möglichen, über Inserate und alle möglichen Medien, auch zu den Blackbox, das wollen wir ja wissen. Das ist ja der Anlass dieses Antrags gewesen. Wir wissen ganz genau, die Kontrollkosten, die wollen wir auch wissen. Warum wird das nicht festgelegt? Und darauf zielt unser Antrag ab, der ist wesentlich detaillierter. Und ich befürchte, und das zeigt eben die langjährige Erfahrung hierinnen, ich befürchte, dass der Antrag so aussehen wird, die Arma Marketing hat Werbung für Eier gemacht, die hat für Fleisch gemacht, und das war dann der ganze Bericht. Und dann treffen wir uns im Dezember, wenn wir den Bericht besprechen, hier wieder und stellen fest, dass wir doch einiges zum Nachjustieren zu haben. Und das wollen wir vermeiden, deswegen lehnen wir diesen Wischiwaschi-Antrag, der eigentlich die Arma Marketing zu nichts verpflichtet, außer festzustellen, dass sie Werbung macht, lehnen wir diesen Antrag ab. Wir wollen eine detaillierte Auflistung aller Zahlungsströme in dieser Arma Marketing. Wir wollen eine detaillierte Auflistung aller Kontrollvorgänge, aller Vergaben der Kontrollen haben. Und auf dem werden wir bestehen. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag, der viel zu weich formuliert ist, entschieden ab.